Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge XCOM Long War of the Chosen. Ja, wir befinden uns immer noch in der Hauptquartiermission. So, hier oben ist immer noch unser Aufklärer. Der ist natürlich noch im Schatten verborgen, das finde ich gut. Hier unten seht ihr es schon. Mehr oder weniger Leichen. Ich habe festgestellt, wenn man die Hauptquartiermission, und ich habe das jetzt wirklich mal so ausprobiert, wenn man die Hauptquartiermission speichert und wieder lädt, dann ihr seht es schon, irgendwie sind da nicht alle, ja, wie soll ich denn das sagen, irgendwie finden sich da nicht alle Leichen dort, wo sie eigentlich sein sollen. Teilweise sind gar keine da, teilweise nur noch die Waffen und teilweise nur die Köpfe, aber keine Angst. Das ist nicht so ein gewaltverherrlichendes Spiel. Also keine Sorge. Also so schlimm ist es dann doch nicht. Aber gut. Spaß beiseite. Nichtsdestotrotz. Wir gehen auf jeden Fall mal weiter, würde ich vorschlagen. Hier ist noch ein Geschütz hier oben. Das seht ihr. Und wenn es irgendwie ginge, würde ich das gerne versuchen auszuschalten. Irgendwie heißt es. Schauen wir mal hierher. Ah, hier sehen wir auf jeden Fall zwei. Da sehen wir eins, okay. Und hier oben müsste aber auch noch eins sein, okay. Dann gehen wir auf jeden Fall mal ein Stück. Hier hinten sind dann die zwei großen Gebäude. Das heißt, hier hinten befinden sich dann auf jeden Fall schon noch Truppen. Ihr seht 22 übrig und ich sag's euch ganz ehrlich, der Hauptquartiertrupp, beziehungsweise der Hauptquartier, der wirkliche Haupttrupp ist noch gar nicht dabei, wo sich der General drinne aufhält. Wir machen hier erstmal, würde ich vorschlagen, eine Nachladerunde. Genau, alles mal komplett wieder aufladen. Oder nachladen. Ja, das ist unser Shinobi. Da würde ich mal vorschlagen, der springt auf jeden Fall wieder runter. Vielleicht sieht er dann irgendjemanden. Nein, schade. Und da oben das Geschütz, sieht er das? Das sieht er auch nicht. Okay. Ja gut, kann vorkommen. Gut, dann machen wir auf jeden Fall mal so, dass unsere Sniper sich so positionieren, dass die auf jeden Fall, wenn unser Shinobi irgendwas sieht, dass die zumindest mal hier geradeaus Feuerunterstützung geben können. Das wäre schon mal sehr passend. Du darfst auf jeden Fall mal noch deine Knifte stabilisieren. Du darfst kostenlos laden. Das heißt, hier müssen wir uns keine Sorgen machen. Du darfst auch kostenlos nachladen. Müssen wir uns also auch keine Sorgen machen. Auch kostenlos nachladen. Na dann. Okay, du auf keinen Fall. Das ist auch unser Techniker. Mit der dementsprechenden schweren Ausrüstung. Aber... ja, muss trotzdem nachladen, nützt nichts. Der hat nicht diese Waffenerweiterung dabei. Okay, das heißt, wir schwingen uns jetzt mal hier hoch, weil wie es aussieht, hier unten ist immer noch niemand. Oh, ein schweres Geschütz, alles klar. Ach, hier oben gibt es wahrscheinlich keins mehr, weil wir das ausgeschalten haben, so wie es aussieht. Okay, gehen wir mal ein Stück vorwärts. Niemand da, alles klar. Ja, wir könnten jetzt, da drüben niemand ist, könnten wir jetzt erstmal hier vorlaufen. Hier haben wir auf jeden Fall freie Fläche. Und bis jetzt ist noch alles gut, noch niemand da. Bei noch 22 Verbliebenen muss man ja, ich glaube, jederzeit damit rechnen, dass irgendwo noch ein Trupp herkommt.
Du bleibst auf jeden Fall hier, du gehst nicht weiter vor. On Overwatch. On Overwatch. Ja, der Sniper, der könnte auch hier bleiben. Okay, sieht auch niemanden. Okay, dann ist es gut. Dann begeben wir uns jetzt auf jeden Fall mal Richtung Westen. Und hier haben wir ja noch den einzigartigen Anzug mit der Schredderkanone. Du bleibst auf jeden Fall auch hier. Gibst vielleicht noch ein bisschen Support unten unserem Grenadier, damit er hier unten nicht ganz alleine steht auf der Flanke. Sniper macht Feuerschutz, alles gut. Okay, keiner da. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir gehen langsam. Na, irgendwann kommt hier garantiert der nächste Trupp. Nein, nichts ausgelöst. Okay. Was ja nicht ist, kann noch bleiben. Alles gut. Niemand da. Sehr schön. Dann können die anderen auf jeden Fall mal nachrücken. Ich meine, hier ist zwar schwere Deckung, aber da gibt es ein großes Problem. Wir können da auch leider nicht schießen, wenn wir da niemanden dahinter sehen. Ja, stimmt, der bleibt hier oben direkt gleich hinter der Wand. Vielleicht sieht er. Ne, sieht auch nichts. Schade. So. Hier ist das schwere Geschütz, hier unten ist das andere. Das heißt, wir könnten maximal hierher laufen. Sieht immer noch nichts. Okay. Dann wird hier wahrscheinlich ja niemand sein. Okay, dann können wir auf jeden Fall hier wieder abziehen. Ja, die Sniper lassen wir trotzdem noch hier. Relativ guten Schusswinkel haben sie ja. Und wer weiß, vielleicht haben wir Glück und irgendeine Einheit läuft bei uns rein. Das wäre natürlich richtig fett. Nee, das wäre wirklich allzu schön gewesen. Okay, hier kann man den Radius von der Kanone, sehe ich ein. Hier drin ist, glaube ich, keiner, weil sonst würde ja hier unser... Ja, unser Sturmsoldat irgendjemanden sehen, der hier drin rumläuft. Also auch alles gut. Gut, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Unser Shinobi geht auf jeden Fall hier runter. Schaut erstmal, was da drin los ist. Alles klar, keiner da. Ja, dann... Entweder um die Ecke biegen, weil das Geschütz hier ist ausgeschaltet. Dann würde ich sagen, laufen wir hier auf jeden Fall um die Ecke. I'm on the move. So. Unsere Sniper. Jetzt hat man den Schusswinkel jetzt noch ein bisschen zu erweitern. Müssen wir auf jeden Fall schon mal hier so... das ist nicht gut. Problem dann, normalerweise müsste man vielleicht hier rauf gehen. Weil die Schusswinkel hier unten vom Sniper nicht besonders gut, sage ich ganz ehrlich. Wahnsinn, niemand da. Gar keiner da. Kann gut sein für uns, kann aber auch, naja. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal Sicht hier vor. Also das niemand. Keiner.
Dann stabilisieren wir. Du läufst auf jeden Fall auch gerne mit ein Stück nach vorne. Wir könnten höchstens den Sichtbereich ein bisschen erweitern. Oder läuft hier draußen irgendwo eine Patrouille rum? Nein. Nein, natürlich nicht. Nö, niemand. So. Ja, unser Shinobi dann. Hoch die Leiter. Niemand da. Und dann wird vorne rangestellt. Sehen wir was? Wie, immer noch niemand. Okay, das ist auch eine reichlich große Karte, ne? Stelle ich gerade fest. Also, das ist ja, geht ja Ewigkeiten. Und hier hinten ist ja noch das andere große Hauptgebäude. Wo ich glaube, die Satellitenschüssel. Die müsste hier in dem Gebäude drin sein. Aber gut, das werden wir gleich sehen. Und du rückst nochmal an der Außenflanke ein bisschen vor. Aha. Wer weiß, wie lange sie diese Lageeinheiten hier unten schon betreiben. Got it covered. Got it covered. So, dann geht ihr zwei auf jeden Fall mal in Feuerschutz, damit wir die Flanken abdecken. Dann würde ich vielleicht noch mit einem... gerade ausgehen wollen. Nur ein Stück, damit wir die Sicht ein bisschen erweitern. Das war's aber dann. Und dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, würde ich dann eher mal auf meinen Shinobi warten. Das Problem ist, hier ist nach rechts keine Deckung, gar nichts. Nee, ich bleibe hier und warte. Ganz einfach. Machen wir gar nicht rum. Du gehst noch ein kleines bisschen mit vor, weil du hast nur eine Pumpgun. Was heißt nur? So, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss doch mal jemand kommen hier. Haben die alle so viel Angst vor uns? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Tatsächlich, keiner da. So, was ist mit unserem Shinobi? Der hat nach rechts volle Sicht. Das ist schon mal schick. Good copy. Moving on target. Ich denke mal, spätestens vielleicht hier vorne sollte man auf jeden Fall irgendwie einen sehen. Sniper. Lass mal ein Stück mit vorlaufen. Das geht nicht anders. Wieder stabilisieren. Dann schnappen wir uns erstmal den anderen Sniper. Machen genau dasselbe. Die stehen hier nicht besonders gut. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, das ist jetzt die Qual der Wahl. Also hier rein stürmen, hierher stellen und was aufdecken oder hier um die Ecke lunsen, würde wahrscheinlich auch was aufdecken. Deshalb, ich bleib mal lieber hier. Overwatch. Scanning. Scanning. Todo cubierto. Affirmative. Covering now. So, du guckst mal hier rein. Auch niemand da. Okay. Bei der Kommandomission, bei der Hauptquartiermission. Katz-und-Maus-Spiel. Okay. So, dann würde ich mal vorschlagen. Hier wäre das Spiel bestimmt aufgedeckt, oder? Ey, ich hab's doch gewusst. Nein, Glück gehabt. Mehr Deckung und Feuer. Ich sag euch, was das ist. Wisst ihr, was das ist? Das sieht so aus, wie wenn das hier die... entweder in Reichweite des Offiziers ist oder direkt zum Offizierstrupp mit dazugehört.
Wenn wir jetzt hier schauen, die Boni, mehr Deckung und Feuerdisziplin, die sind vom Offizier. Das heißt, ein Offizier ist hier der General. Reflexschussbonus und Bonusverteidigung durch Deckung für Soldaten. Wow. Naja, Präzisionsgewehr. 70 Sicherheit. Also mit denen ist definitiv nicht gut Kirschen essen. Wir gehen in Deckung. Und dann gehen wir hier auf jeden Fall mal ein Stück vor. Ich würde dann vorschlagen, die Sniper bauen sich dann hier hinten auf. Weil das Schöne ist dran, die wissen ja nicht, wo der Schuss im Endeffekt herkommt. On your order. Affirmative, covering now. Okay, hier sieht er mal trotzdem noch niemand. Ist aber gar nicht schlimm, weil das ist der Techniker. Der hat einen ganz schönen Reichweitenvorteil durch seine Rakete. Dann drücken wir hier trotzdem auf Feuerschutz. Und dann lassen wir den anderen Sniper. Gut, den lassen wir trotzdem mal hier in der schweren Deckung stehen. Vielleicht haben wir Glück. Und können dann... Ihr seht's, hier um die Ecke geguckt und schon sind wir aufgedeckt. Unglaublich. Okay, das war knapp. Dann gehst du auch. Okay, der hat noch die Pumpgun, die Laser-Pumpgun. Bringt also nicht wirklich viel, macht aber nicht. Das geht hier vor. Und unsere Wolf Mother klemmt sich hier links hin. Okay. Kann ja sein, dass wir wirklich Glück haben und die kommen auf uns zu. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Vielleicht haben wir wirklich mal Glück. Jetzt bin ich gespannt. Oder vielleicht sehen wir ein bisschen... Jawohl, sie kommen auf uns zu. Schade. Daneben. Hoffentlich steckt der nicht unseren Shinobi auf. Schöner Treffer. Schöner Treffer. Okay, Viper Nummer 1 hängt hier unten. Sind wirklich nur zwei Stück. 77 auf die Naya. Okay. Und du hättest 74. Also wir haben auf jeden Fall zwei schöne Schüsse. Schauen wir mal. Ja, das war's. Das Problem ist dran, der Loot. Ja, hier in der Flankenposition. Was denn, wenn in der Flankenposition schlau sind? Tatsächlich 96%. Na dann halt mal drauf. Schön. Und schon haben wir wieder zwei dezimiert. Jetzt hoffe ich mal, dass wir nicht aufgedeckt werden. Das wird jetzt schlimm. Oh, doch. Fortschrittlicher Automatiklader, okay. Wow, alles klar. Nein, Feind entdeckt, ich hab's gewusst. Alles klar. Ja, ja, bla bla bla. Ihr seht's, also muss ich nur schauen, wie ich mich hier wirklich zurückziehe. Die Axt darf ich natürlich nochmal umsonst werfen. Das ist ganz klar. Könnten wir hier zum Beispiel auf die Mech Artillerie draufhauen. Ja, auf den Mech natürlich auch 6 bis 10. Hat allerdings 2 Panzerungspunkte. Die Drohne wäre gleich hin.
Der schwere Lanzenträger. Wir haben 53. Okay. Edwin General, ihr seht's. 20 Lebenspunkte, 2 Panzerung. Nicht so besonders schön. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist mir hier nichts. Ich würde mich eher zurückziehen. Und zwar direkt hier rein. Die können eh nicht bis hierher laufen. Das wäre alles kein Problem. Unser Sniper sieht aber 2 Ziele. Der sieht den... Boah, der sieht den Mac. Okay, 50 Grit. Jetzt bin ich mal gespannt. Mega! 16 kritischen Schaden. Das ist schon mal der erste, der ausgeschaltet ist. Das hier sind alles Fenster. Das heißt, die kommen hier sowieso nicht raus. Die müssten außenrum laufen. Und zwar kommen die dann entweder hier raus. Doch, ich denke, die kommen hier raus. Bestimmt. Gut. Ich würde mir Folgendes vorschlagen. Als Pump-Action-Schütze. Hier rein. Und der hat ja diese blitzschnellen Reflexe. Ich würde mich auf jeden Fall erstmal hier reinstellen. Und warten, bis die kommen. Hier sehen wir auf jeden Fall einen Soldaten. Das heißt, irgendwo hat man hier sogar... War das eine Flanke? Nee. Ich hatte schon gedacht, hä, eine Flanke? Wie geht denn das? Nein, alles gut. Also hier sehen wir auf jeden Fall jede Menge. Das heißt, die sehen uns, wenn wir hier reinlaufen. Ist aber gar nicht schlimm. So, du bewegst jetzt deinen Bobo mal hier rein. Und unser Shinobi macht genau dasselbe. Der zieht sich nämlich hier zurück. So, die können mir dann ja gerne hinterherlaufen, wird aber nicht funktionieren, weil ich genau diesen Platz, den Platz durchbelegen. Das Schlimme ist, dass die von hier oben runterfeuern können. Das können sie versuchen. Okay, was können wir noch machen? Wir könnten versuchen, ja, wir könnten wirklich versuchen, hier Tür öffnen, Tür schließen. Und zwar könnten wir hier versuchen, hier rauszufeuern, wenn die hier rein wollen und den 2 Soldaten, ja, ans Leben wollen. So, du bleibst auf jeden Fall hier stehen und unser zweiter, der könnte, theoretisch könnte er auch hier reinlaufen. Theoretisch wäre das kein Problem. Da hätte ich 2 richtig dicke Schadenmacher direkt vorne an der Front. Ich würde die halt bloß aufheben für den General. Beziehungsweise auch für die Mech Artillery. Ihr seht's, muss mich nochmal entschuldigen. Das ist die, ist wirklich die Entwicklerversion und ihr seht's, der Kopf sieht man. Man sieht ihren Kopf, man sieht die Granate und man sieht die Waffe. Das ist wirklich, wirklich toll. Gut. Spaß beiseite. Der Soldat rennt mir mit hier rein. Du bist in schwerer Deckung, bleibst hier. Du bist ebenso in schwerer Deckung, bleibst auch hier. Du bist nur in leichter Deckung unterwegs. Aber du stehst ein bisschen weiter hinten. Gut, dann gehst du mit ihr raus. Da ist die Trefferchance doppelt so hoch, weil natürlich hier gleich 2 nebeneinander stehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, der General ist sehr clever. Hier hoch, da runter. Bin ich mal gespannt, wo er hinläuft. Oh nein. Boah, übel. Der hat sogar getroffen. Das gibt's nicht. Die rücken alle auf jeden Fall ein Stück weiter vor. Seht ihr das? Ist die Tür aufgegangen und so weiter und so fort. Das heißt, die sind hier wirklich alle... Wir haben einen Double Move gemacht. Alles schick. Wow, was für eine Reichweite. Das gibt es nicht. Gut, wieder was gelernt. Alles gut. Okay. Was können wir tun?
Du könntest auf jeden Fall heilen. Das ist schon mal Fakt. Und zwar hier oben auf jeden Fall erstmal unseren Magic Man. Sehr schön. Und du hast sogar noch 61% auf den schweren Lanzenträger. Noch besser. Aber. Ich bin ganz ehrlich, ich zücke die Rakete. Muss nur einen gescheiten Schusswinkel finden, wie den hier zum Beispiel, und dann halte ich hier voll rein. Ganz ehrlich, ich kenne hier gar nichts. Jetzt mache ich hier einfach nur Rambazamba. Mal gucken, ob die zwei Bäume umfallen. Zum Beispiel so. So, jetzt habe ich den Sniper in schöner Ausgangssituation für den Edwin-Schützen wie für den Lanzenträger. Das ist super. Der General hat keine Panzerung mehr. Noch viel besser. Könnte ich eigentlich versuchen, mit meinem Shinobi den umzubringen. Schauen wir aber erstmal. Sniper 1 sieht zwei Ziele. Sniper 2, ach, das ist ja wie, das ist ja heute wie Sonntagsschießen hier. Okay. Mit den zwei Snipern schalten wir erstmal die zwei davon. Sehr schön, 12 Kredit. Sehr schön. So. Und du musst definitiv auch umfallen. Genau, umgefallen. Jetzt würde ich noch gerne was probieren. Wir sehen hier den General. Und zwar hier. Noch drei sind übrig. Das heißt, die Drohne ist schon weg. Der General ist noch da und eine Mech-Artillerie. Wir werden jetzt hier Folgendes machen. Sturm und Schuss hierher. Und dann werden wir erst einmal... Nein! Moment! Nein, wir machen das anders. Ich habe Sturm und Schuss aktiviert. Und wo wir mit Sturm und Schuss hinlaufen, für unserem Ayokunle, das erleben wir in der nächsten Folge. Das Ende der Folge. Commander-Trupp gepult. Ich sag mal, sehr, sehr viel schon ausgeschalten. Aber wie es weitergeht mit dem Endwit-General, ob wir den umbringen können, das alles in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über den Däumchen freuen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Gerne auch Kommentare. Würde mich riesig freuen. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann auf jeden Fall lasst ein Abo da. Danke fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge. Hier im Edwin Hauptquartier. Tschüss.